So Leute, nachdem eben alles so schnell ging und ich mal auf die Uhr geguckt habe, kann ich sagen, sollte es so weitergehen, gibt es heute sogar noch einen vierten Part von Castlevania Judgment, den ich aufnehmen werde. Ich bin ja schon beim dritten. Maria, Erik und dann noch jetzt Camilla. Kommt aber auch ein bisschen auf die Figuren, die ich jetzt freischalten kann, eventuell oder auch. Ja. Es muss ja eine neue geben, ansonsten geht es ja nicht weiter. Ja, wollen wir mal gucken. Als Geliebte der Nacht durfte nur das Feld schlichten Mondes die außerordentliche Schönheit der Vampirin Camilla beleuchten. Nur das fahle Licht des Mondes, ja. Sie erwachte in der Dunkelheit aus ihrem langen Schlaf und wollte bei Draculas Auferstehung helfen. Auf der Jagd nach einem Opfer, das ihren Durst stillt, begegnete sie einem Mann mit einer seltsamen Aura. Und einer noch seltsameren Uhr. Die komischerweise jedes Mal, wenn man durchspielt, einen Stachel dazu bekommt. Also einen Stecker. Aber okay, diesmal ging es übrigens beim ersten Durchlauf. ただし試練を超える必要はありますが暇だしいいわよたっぷり楽しませてくれる私の名はアイオン最初の試練を始めましょう。Ready? Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie man mit ihnen hier kämpfen, wie man mit ihr kämpfen kann. みなさい! みなさい! ここが弱いの! Na, auf jeden Fall haben wir schon mal die Spezialattacke eingesetzt. Die wir aber auch schon alle kennen. Ein passender Tod für diesen Spinner. Na dann geht's weiter. Und wie sagt man, dass das Hermann Belmont der nächste Gegner ist? Nee, Maria, okay. これはみんな力を貸して。レディー。はい。踊ります。見なさい。見なさい。ここがいいの。見なさい。ここがいいの。逃がさないよ。Besiegt. Zumindest so gut wie. Wow, selbst mit der Ohrfeige zieht sie Energie ab. Besiegt. Jetzt kommt Simon Belmont. ドラキュラ様の敵は誰であろうと許さないわ。我が一族の力見せてやる。レディー。ファイト。やるわね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 
Verdammt! Spezialattacke weg verloren. Und damit auch gute Aussichten auf den Sieg.
Oder auch nicht. Ich denke mir auch ehrlich, dass wir noch auf Trevor Belmont innerhalb eines Storykampfes jetzt treffen dürften, nämlich jedenfalls Mann und auch auf den Tod oder Dracula, Alucard, auf einen von beiden, denke ich mal, werden wir noch treffen. Dracula vielleicht auch, keine Ahnung. いつまで落とさまを困らせるのかしら。くだらん質問だ。貴様たちが滅びるまでに決まっている。いつもいつもその態度。もう我慢の限界だわ。覚悟しなさい。Sagt dich's nicht. Ready. Alucard kann sich übrigens auch in den Wolf verwandeln. Was wir alle noch früher oder später irgendwann mal auch sehen können. Aber nicht hier in diesem Spiel, sondern im anderen. Zu Castlevania. Grand. Geschafft, Grant besiegt. よかった。あなたも見しなさい。ドラキュラ様に歯向かってただで済むはずがないわ。 Ach, nicht dieser langweilige Kampf. Also, ich sage mal jetzt nicht, dass es einfach ist, sondern einfach nur, dass es keinen wirklichen Spaß macht. Was aber auch damit zu tun hat, dass wir einfach hier gegen keinen richtigen Lore-Gegner kämpfen, sondern also einfach nur gegen so eine kleinen Ampelmänner, sag ich jetzt einfach mal. Aber. Wow! Oh, ja, wenn er sich genauso rumdreht wie ich rumlaufe, ist kein Wunder. Wow, ich sag mal, dass ich gestorben bin hier in der Scheiße. Wie schon gesagt, es macht gar keinen Spaß gegen die Idioten hier. Fight!
Jetzt hat er mich. Was sagt dich, jetzt hat er mich schon so gut wie wieder. Geschafft, egal. ヴァンパイア、あなたの持ってる力、夜の一族の匂いがするわ。そんなことどうでもいいわ。この力はお前たちをドラキュラを倒す力、夜の力は私たちのためだけにあるもの。人間ごときが生意気よ。 Na, no, bei mir als Vampir wirkt das so extrem. Und bei ihr als Mensch nicht, oder was? Ja, genau! Zumal ich das jetzt auch voll gut sehen konnte, alles. Egal, Mann. Ich wollte schon sagen, setzt diese scheiß Spezialattacke auch gar nicht ein. Gewonnen. Ach nö, Cypher. Ja. Ja, ich könnte die Sache noch mal ganz knapp drehen. So, ein oder zwei Kämpfe noch. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zahl geguckt, aber auch egal eigentlich. Denn ich will ja auch versuchen, es mir ganz möglichst schnell wieder zu beenden, um den nächsten Charakter direkt durchspielen zu können, daher. Nein, Trevor Belmont. Ready? Fight!
Na ganz ehrlich. Ich frage mich, wie die sich hier zurechtfinden. Castlevania ist, also, um es mal zu erklären, Castlevania ist das Schloss von Dracula, welches alle, ich glaube, 100 oder 1000 Jahre auf der in Transsilvanien erscheint. Zusammen mit Dracula, den man auch innerhalb dieses Zyklus halt beschweren und wiederbeleben kann jedes Mal nur. Und sieht jedes Mal anders aus, weil das Schloss ein Eigenleben hat, das hat mal der Entwickler erklärt. Also auf die Frage hin, warum das Schloss jedes Mal anders aussieht, in jedem Teil. Da frage ich mich, wie finden die sich denn zurecht? Das Schloss muss auch wieder anders aussehen. Oder sieht es für jeden anders aus, oder wie auch immer. Also, das haben sie ein bisschen schlecht erklärt in diesem Spiel hier. Wie die ihre Ziele finden, die Leute. Sorry, aber ist für mich ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt. Egal. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. So, ein Gegner noch. Ach, der Tod. Nee, Revan. Colonel. また俺に仲間になれって言うの。ドラキュラ様のために必要な男。でも私はそんなこと言わない。それならなんの用？夜の一族のくせに正義すら、水が走る。たっぷり苦しませてあげる。 Ready? Fight! はい。戻ります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 。
Glückspilz. Aber auch kein Problem für mich. Gucken wir mal, wen es als nächstes gibt. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Tamashii no kagi. Itadakimashita. Kore de ato goko. Jetzt wird's spannend. Auf jeden Fall. Körner! Cool. Okay. Spielen wir mit dem noch direkt nochmal durch. Und ich sag mal wieder, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part. Dieses Mal mit Körner.